Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trash. Und zwar in diesem Fall wieder Ghost Recon Wildlands. Ich muss aber kurz Daniel schreiben, weil eventuell wollte ich mit ihm zusammen zocken. Wir fliegen mal dahin, wo wir hinfliegen müssen. Und letztes Mal haben wir ja hier richtig lange gebraucht, eine Mission zu machen. Einfach weil ich es richtig machen wollte. Und das haben wir ja komplett geschafft, das war richtig geil. Sowas liebe ich halt in diesem Spiel, dass man wirklich reinrusht oder auch komplett taktisch spielt. In diesem Fall war das reines Taktikspielen. Hat mir mega Spaß gemacht, ich hoffe euch natürlich auch. Wie gesagt, ich habe es im letzten Mal auch schon erwähnt, ich werde ab und zu mal einfach so ein bisschen random Videos hochladen, so wie jetzt hier dieses Spiel oder GTA oder so, mal gucken. Ja, wenn ihr darauf Bock habt, gerne ein Abo dalassen und so. Und dieses Abo-Battlen ist ja eh nicht meins, aber ne, Glocke natürlich auch aktivieren, wisst ihr. So, noch 2 Kilometer, 1 Kilometer und dann, denke ich, sind wir auch gleich da und können das Flugzeug abgeben. Müssen wir das direkt hinterm Berg abgeben. Sieht so aus, ne? Dann schätze ich mal, ist hier gleich die Landebahn. Ja, nice. Also der Tipp kommt immer rein, wenn man es landen möchte. Komm, kriegen wir hin. Nice, oh, voll gut. Zack, easy. Geschafft. Melden wir den Rebellen, wo wir ihr Zeug haben. Super geil, finde ich tutti. So, und wo wollen wir jetzt hin? Wir können uns ein Heli nehmen. Hoppala, da habe ich die Aufnahme abgebrochen. Tut mir leid. Ich habe auch noch in der Zwischenzeit aber schnell nachgeguckt, ob auch meine Tonspur drauf ist. Denn ich habe ein neues Setup und ist halt dann doof, wenn man vergisst, das falsche Mikrofon auszuwählen. Wäre nicht das erste Mal, das nachzusynchronisieren, da habe ich halt keine Lust drauf. Also es ist echt viel Arbeit und das kann Gronkh halt besser als ich. So, wir gucken mal kurz bei Ausrüstung. Wie viel haben wir? Nein. Oh Gott, oh Gott. 2200, also wir brauchen wieder Sanitär-Dings da und Flamme. Also, was waren das noch? Ich weiß das gar nicht mehr. Ablenkung brauchen wir nicht. Hier ist eins. Und hier auch. Vielleicht in der Nähe auch ein Haupteinsatz. Aufklärungsdaten. Wir könnten... Ja, wobei, hier ist halt auch wieder eine Kingslayer-Datei. Oder wir machen eine Hauptmission. Ich kann mich halt nie entscheiden, was ich machen will. Ist hier in der Nähe eine Hauptmission? Ja. Und ein Bonusorden. Nice. Dann gehen wir dahin. Na, noch ein Stück. So. Ich weiß auch nicht, ob ich diese ganzen Flugsachen dann shorte oder einen Timelapse draus mache oder so. Mal gucken. Oh, ist ja voll dicht dran, hätte ich gar nicht gedacht. Das ist jetzt so übel weit weg. Okay, das heißt, hier sind wieder Gegner. Oh, wie oft fahre ich denn schon bei dieser Mission? Also nicht bei dieser Mission, aber bei diesem Ort. Schlechte Publicity. Ich glaube, das ist die Vorgängermission von dem, was wir gerade gemacht haben, denn hier müssen wir den einen Truck holen. Hier sind Tangos, ziemlich nah. Ich sehe einen Narko am Checkpoint. Okay. Ja, und hier dürfen wir nicht entdeckt werden, weil sonst ist auch wieder alles fehlgeschlagen. Ist auch wieder sehr, ja, besonders, sag ich mal. Der leise. Tschüss. Hat keiner gehört, weil der Zug kam. Perfekt. Alles okay, alles okay. Ah, da ist einer. Das ist ein Zivilist, okay. Man kann natürlich in First-Person-Shootern immer so ein bisschen mit der Blickrichtung cheaten, quasi. Obwohl das ja eigentlich nicht Sinn der Sache ist, aber... Ist hier noch jemand? Nee, sieht nicht so aus, oder? Wir gucken mal. Fehlgeschlagen? Nein. Oh mein Gott. Okay. Übrigens den Laser, die sehen die Leute zum Glück nicht. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist.
Ja, wir gehen erst wieder zurück. Und wo wir sicher sind. Dann nehmen wir die Drohne. Setze Drohne ein. Oh Gott. Die Drohne ist immer noch viel zu schnell von der Steuerung. Ich habe die schon runtergestellt. So, da ist einer. Nicht sehen, danke. Hab noch einen Tank. Da ist einer und hier oben ist safe noch einer. Ne, cool. So, ein Stück zurück. Wieder ein bisschen runter. Da ist noch einer. Okay, das waren alle. Jetzt will ich mal gerade wissen, wer hier hinten ist. Der Truck geparkt ist. Da. Bleiben wir unten und klauen ihn, bevor das Kartell merkt, dass wir ihre Party sprengen. Ich sehe den Promo-Truck. Bowman will, dass wir ihn gegen einen austauschen, der bei der Ankunft explodiert. Ziel ist es, das Lager mit dem Werbematerial zu zerstören. Bleibt außer Sicht. Bringen wir es hinter uns. So. Roger, Ziel erfasst. Sind da zwei? Ich kann das Ziel nicht mehr sehen. Scheiße. Okay, das ist doof. Ziel markiert. Hm. Ziel verloren. Na gut. Dann machen wir das anders. Den und den. Ich hab das Ziel. Hab das Ziel. Kein Ziel. Mein Ziel ist weg. Den und ich hole mit den Typen. Das heißt, jetzt haben wir alle markiert. Das heißt, wir können jetzt einfach durchlaufen. Weil es ja keiner sehen kann. Hi, guten Tag. Ja. Hm, genau das, ja. Man sieht in den Kreisen immer, dass sie nicht treffen können. Vielleicht bewegt ihr euch mal oder so? Sammeln, Leute. Verstanden. Was ist denn mit denen? Normalerweise klappt das... Oh, jetzt wird das dadurch desynchronisiert. Roger, lass mich in Position gehen. Verstanden, unterwegs. Okay, Ziel markiert. Das Ziel ist weg. Den holt er sich. Hm. Was ist denn mit denen? Das ist voll der Bug, dass die stehen bleiben. Weil das rennen die dann hin oder treffen halt aus der Ferne. Er ist halt nicht safe. Ach Leute, dann kommt erstmal zu mir. Bei mir sammeln. Alles klar. Das ist echt mehr. Guck mal, wie schnell die rennen. Und jetzt gleich tschup, sind die hier. Okay, dann ist da. Dann gehen wir mal kurz in den Team-Speak, in den sogenannten. Connected. So, hallo Daniel. Ernsthaft? Was? Ich hab dich gerade angerufen. Du kannst bitte anrufen, ich hab nicht Stören drin. Ja, sieh so, making a FaceTime call to Mr. Thierman. Buddy, enter your channel. Ja. Ah, siehst du, das meinte ich, jetzt ist der Einsatz fehlgeschlagen, weil ein Kamerad von mir entdeckt wurde. Ach, naja, schaut das schon mal wieder, Daniel. Ich nehme nämlich schon ein bisschen auf und so und dann, ja. Nice. Gut, dann würde ich sagen, mach einen kleinen Cut und gleich, wenn Daniel da ist, dann geht's einfach weiter. Bis gleich. So, Daniel ist da. Ja, ich hab doch schon aufgenommen. Chill doch mal. Die ganze Zeit macht dir Druck. Nimm doch auf. Ich muss doch erst mal warten, bis du spawnst. Lol, ey. So, also wir hoffen jetzt mal, dass wir die Mission hinkriegen. Zu zweit ist ein bisschen kniffliger, als wenn man zu viert, also mit vier echten Menschen spielt. Beziehungsweise halt mit einem Bot. Weil Bots und so. Hallo. Sehe einen Dritten. Ist hier noch jemand? Jetzt ist hier hinten irgendwo jemand. Man kann übrigens auch nachts aktivieren auf N. Sorry, YouTube, für die Videoqualität. Bitte zerfake das Video nicht völlig. Dankeschön. Oh, den habe ich gesucht. Danke, das ist aber lieb. Also komplett 144p. Das traue YouTube zu, ne? Ja, das macht YouTube aber auch nur, weil ich nicht genug Einnahmen produziere und die dann denken, nö. Nö, der verdient uns zu wenig. Hä, wo ist denn der Typ? Oh, das ist gefiltert. Ab, raus damit. Das war richtig dumm, was ich gerade gemacht habe. Ich finde den Typ einfach nicht sehr dämlich. Hallo. Jetzt hat er mich gehört, super. Ja, die Wir sind noch verdächtigt, alles gut. Das passt noch. Hab ihn. Solange du jetzt nicht irgendwas Dummes machst. Na, hallo, ich und was Dummes? Ja, eben, deshalb sage ich ja. Kann ja eigentlich nicht passieren. Eben. Er ist tot, nice. Ich geh mal zu dir nach da hinten, obwohl ich dich dafür wahrscheinlich brauche, weil da voll viele auf einer Stelle sind. Ja, ich bin gleich da. Mich auch nicht sehen lassen, ne? Verdächtig? Warum verdächtig? Verdächtig ist nicht gut. Hilfe! Oh oh. War's nicht, das war schon. Okay. Aber hier scheint noch einer zu sein. Wie ich ja auch in der ersten Folge schon erklärt hatte. Was ist denn der jetzt? Kommt der hoch? Jo, hier sitzen halt voll viele so an einem Tisch, ne? Ach, da bist du hier. Hallo. Alter! Das können wir nicht schaffen, so. Wir müssen halt eigentlich reinstimmen und alle töten. Was passiert? Warum waren die aufgeleuchtet? Weiß ich nicht. Vorsichtig. Nichts gemacht, ich scanne nur mit der Drohne. Der Truck geparkt ist.
Bleiben wir unten und klauen ihn, bevor das Kartell merkt, dass wir ihre Party sprengen. Ich sehe den Promo-Truck. Bowman will, dass wir ihn gegen einen austauschen, der bei der Ankunft explodiert. Ziel ist es, das Lager mit dem Werbematerial zu zerstören. Bleibt außer Sicht. Bringen wir es hinter uns. Ich habe einen Truck, ne? Ich nehme ein paar von den CDs mit. Ja. Du kannst deine MP3s online kaufen. Hier ist gratis. Kümmert euch später um die Musik. Die Zeit läuft, Leute. Gehen wir zum Ersatzfahrzeug und bringen es her, bevor irgendjemand was merkt. Zeit läuft. Ja, ich fahr schon schnell. Ich kann... Das ist ein Truck, ja? Der Truck hat bestimmt 400 Milliarden Hexatonnen. CDs. Ja, natürlich. CDs sind schwer. Das weiß die Jugend heute, die heutige Jugend zum Beispiel gar nicht mehr, was CDs sind. Leute, CDs ist auch unverständlich, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ist nicht dieses neue Videospiel? Das war auf so einer runden Plastik-Dings mit Aluminium beschichtet, drauf gedruckt. Da war halt Musik. Ich schau mal. Ja. Also so mit Tönen und so? Ja, genau, dann konnte man das einfach ohne Netflix und oder ohne Spotify und so einfach hören. Das tat man in so einen Player rein, in so einen CD-Player, in so einen genannten. Und dann kann man was abspielen. Ist auch unvorstellbar heute. Die Jugend wird sich fragen, so, was will der alte Mann von uns? Aber so war es halt. Markus, dann brauchte man doch immer einen CD-Player. Genau. Und dann gab es so coole Walkmans. Die konnten man CD reintun. Oh, das hatte ich früher auch, ey. Das war so geil. Aber Markus, die hatten doch bestimmt keine Lautsprecher. Das musste man doch alles über Kopfhörer hören, oder? Ja. Es gab auch welche mit Lautsprechern. Die waren aber teurer. Shit. Aber Markus, die Kopfhörer hatten doch bestimmt überhaupt keine Tiefen, oder? Weil die waren ja alt. Doch, das gab's auch. War aber auch teuer. Ja? Ja, aber ohne Scheiß, ey. So ein Disc, nicht Walkman, so ein Discman. Alter, war das cool. Ich war der King in der Schule immer. Der war so teuer, den hab ich mir zum Geburtstag und Weihnachten zusammenwünschen müssen von dem Geld. Ich weiß gar nicht, halt den Mund, was das gekostet hat. Keine Ahnung. Boah, ja, rede du kurz zu Ende. Stand in der Jobbeschreibung nicht, dass mit LKWs voller Sprengstoff durch die Gegend gerast wird? Okay. Das war halt so ein Discman, da kann man die CD reintun, dann hat er sich nochmal, also ich weiß, also ich denke, viele von euch wissen, was ich meine, und wie ein Dings funktioniert, so ein Discman oder auch CD-Player. Und das war halt so geil, dann konnte man damit rumlaufen, wenn man das ein bisschen zu doll geschüttelt hat, da war so eine Anti-Shake-Funktion, Anti-Shock-Funktion, Anti-Shock-AS, genau. Und dann kann man die Schalter umlegen, dieses AS quasi aktivieren. Wenn man das gemacht hat, dann ist nichts passiert, also dann ist die CD quasi stehen geblieben. In dem Moment, wo man quasi das Ding zu doll bewegt hat. Und wenn man das aus hatte, konnte dadurch aber die CD kaputt gehen. Okay, jetzt eine Frage, werden wir entdeckt, wenn wir mit Heli wegfliegen? Wahrscheinlich, oder? Mach du, ich bin schon draußen. Aber man wird wahrscheinlich entdeckt. Bin weg. Gewonnen. Okay. Bist du bei mir? Ja. Gut gemacht, Leute. Nice. Wir haben die Trucks getauscht und niemand ist in die Luft geflogen. Nice. Ich sage mal, Auftrag erfüllt. Cool, und jetzt können wir alle töten. Markus? Ja? Nimmst du mich beim Töten zumindest noch mit? Okay. Warte, dann, lass, guck mal, den, warte. Guck dir den Typ mal an. Ja. Siehst du den? Ja, hast du auch die anderen Links dabei bedacht? Oh! Von hier, Alter! Okay. Wollte ich nur sagen, ne? Ja, jetzt mache ich den Truck kaputt. Alle aufschrecken auf einmal so, nur weil ich einen getötet habe. Man kann den Truck nicht kaputt machen, Dani. Doch, der explodiert irgendwann. Nein! Doch? Alter, weißt du, wie oft ich da drauf geschossen habe? Oh ja, jetzt, okay. Also der explodiert einfach nur von alleine. Ich weiß auch nicht, wie die das gemacht haben. Auf einmal fing der an zu brennen und dann. Boom, boom. Ja, theoretisch müsste jetzt das Spiel an sich ja checken, so, oh, okay. Der Truck ist kaputt. Eigentlich kann die nächste Mission gar nicht stattfinden, aber das ist zum Glück egal. Bist du da? Cool, ich komm zu dir. Okay. Oh, oh. Wenn ich jetzt reinlaufe, bin ich tot. Komm. Sprung besser. Wir nehmen mal die nächste Mission hier unten mit, okay? Nicht schießen, das sind Gegners. Ich erkenne eine kleine Gruppe. Oh, oh. Schnell weg. Das ist wirklich so eine Stealth-Mission. Ach, ernsthaft. Daniel, du Arsch. Was denn? Raus. Der Heli kippt um. Hilfe. Tschüss. War ich nicht. Okay, ich lege mich hier nochmal schon den Alarm aus. Und zwar da. Ich treffe den Scharfschützen. Und zwar da. Ja. Fuck. Ist weiter weg, als ich dachte. Hab den Alarmlamm gelegt.
Hab ihn. Nice. Alter Maschine. Digga, was? Alter. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Ich würde ja Nachtsicht aktivieren. Wir können auch Wärmebild aktivieren, dann seht ihr da Dani rumlaufen. Allerdings Hallo. Geht Wärmebild nicht auf so eine riesen Distanz, logischerweise. Und zweitens macht es nicht so viel Sinn. Also Wärmebild nehme ich in den Häusern, wo es komplett dunkel ist. Da finde ich das... gar nichts sieht. Ja, da finde ich Wärmebild sogar noch krasser. Im Ghost-Modus, da gibt es nämlich unsichtbare Leute einfach. Ja, dafür ist es, glaube ich, auch exakt gemacht. Ja, glaube ich halt auch. Macht auch eigentlich nur Sinn, ne? Ja, in diesem Ghost-Modus ist es quasi wie so ein DLC, was aber jeder spielen kann, kostenlos. Glaube ich zumindest, kostenlos ist. Nein, auch, ja. Da drüben sind Lichtpaneele. Was soll ich sagen? Ach ja, was man spielen kann, das ist halt so extra nochmal komplett eine andere Story. Aber auf der fast derselben Map, aber ein bisschen, ein paar Sachen sind noch verändert. Finde ich aber ganz cool. So. Hier im Haus sind Leute drin, Dani. Ja, da sind tausende von Leuten. Ja, geht doch mit der Drohne. Ach, hast du schon wieder abgesetzt. Ja. Setze Drohne ein. Okay, dann jage ich ihn mal in die Luft, okay? Jo. Ich habe nämlich eine Explosionsdrohne. Die ist ganz toll. Oh, hier ist einer. Tschüss. Da war einer. Nicht mehr? Nee. Hier sind die alle. Upsi. Zurückfallen. Zurückfallen, Markus. Ach, da stöhn doch nicht so rum. Digga. Die ganze... Das muss jetzt gleich ab 18 okay, machen, weil das klingt wie so ein Porno. Ach so, liebe Kinder. Hallo. Ja, ein Porno, das ist ein Liebesfilm, wo ein fremder Mann mit einer fremden Frau Beischlaf hat. Beischlaf, Alter. Das ist aber auch nicht dramatisch, denn die lieben sich gar nicht. Der steckt einfach nur so sein Spaßröhrchen in ihren Spaßbereich rein, so. Genau. Und die kriegen dafür Geld. Genau, und die kriegen dafür Geld. Das ist ein Porno. Das war die Sendung mit der Maus. Und jeder, der jetzt so das Video auf dem Handy im Wohnzimmer guckt. Die Eltern sitzen so daneben. Okay, also. Das ist YouTube. Ich. Das habe ich fast zu voll gemacht. Ja, ist nicht schlimm. Tschüss. Ja, muss mich nicht hochholen, ich spawn bei dir. Ich guck, dass du mich tötest. Ich bin weg, ciao. Okay, tschüss. Hier ist noch irgendwo jemand. Gott, verdammt. I don't see the men, but I think they are here. Scheißdreck. Ist irgendwo ein Schnipper? Could that be the possibility? Oh, da. Hi. Na du? Oh, er ist tot. Der Arme. Hätten sie Zitrill gedrückt, um zu bremsen. Ja, dann drück doch mal Zitrill. Zitrill. Nicht. Hier ist nur Strick halt und entfernen, aber kein Zitrill. What the fuck? Hey, kennst du die Folge nicht von den Simpsons? Nein. Wo Homer am PC sitzt und steht da, bitte drücken Sie beliebige Taste, um vorzufahren. Hä? Hier ist keine Beliebig-Taste. Hier ist nur Alt, Zitrill und Entfernen, aber keine Beliebig-Taste. Lol. Ja, ich guck nur Filme mit Niveau. Genau daran habe ich gerade auch gedacht. Hä, hey, wie kommen wir jetzt da drauf? Weiß ich nicht, aber ich dachte gerade auch an Harry Potter. Hä, hey, lol. Ach ja. Komm, das ist ein Gegner aus. Meins. Hallo, kommt mal her. Oh, nicht getrefft. Meins. Nice. Hey, ich hör die Explosion gar nicht. Na, aber oh, yo, jetzt. Hä? Ja, was desynchronisiert. Kommt ab und zu vor, weiß ich nicht. Hallo, ihr Süßen. Oh. Boah, ich hab auf die Menschen gezielt. Machst du jetzt ein Tubo? Hallo, meine Hilfe. Süßen Mäuse. Bin tot. Wenn ich jetzt sterb, dann ist vorbei, ne? Ja. Schieß dir ab. Sollte ich nicht gucken, dass ich sterbe? Achtung, Auto. Und Alter, wo? Du stehst auf meinem Kopf jetzt nicht mehr. Ja, so langsam kommt immer mehr, das, ne? Das schaffe ich nicht. Ja, dann versteck dich. Ja, das schaffe ich auch nicht. Geh in Deckung. 3, 2, 1. Ich würde sagen, wir beenden schnell die Folge. Dann haben wir noch einen kleinen Cliffhanger für die nächste Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Ansonsten lasst ein Abo da. Und schaut mal rein, wenn ihr nicht unterschaut. Wir schauen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!